Töte Aquiba, der Kopf des Ordens der Ältesten. Aquiba ist aus ihren Gemächern im Harem geflohen und hält sich im Kalifenpalast versteckt. Das Gelände ist vermutlich gut bewacht, wenn man bedenkt, wie der letzte Kalif zu Tode gekommen ist. Es kann jedoch sein, dass es dort ein paar handverlesene Vertraute gibt, die von Kabiha in ihre Geheimnisse eingeweiht wurden. Da müssen wir natürlich nachsuchen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla Mirage. So, ja, gut bewacht gehe ich von aus und mein... Schaffen wir uns einen Überblick. Dings wird sicher auch gleich abgeschossen. Ja, wo denn, Leute? Wo denn? Zeigt es mir doch an. Er zeigt es mir nicht einmal, dass es so weit weg ist, oder? Mann, jetzt geh doch nicht immer wieder nach oben. Zweimal. Und dreimal, okay. Ach, die ich schon wieder alle drei nicht sehen kann. Ich weiß nicht, warum man die nicht einfach so machen kann, damit man sie sehen kann. Ohne dass man da direkt 5 Meter entfernt steht. Och nein, Alter. Es ist echt nervig mittlerweile mit diesem blöden Controller. Wie Rang erreicht, Meister? Da gucken wir doch mal eben nach. Wie, Meister? Was, wie, wo? Haben wir denn irgendwas dafür bekommen oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Rechts oben haben wir Meister. Haben wir eine neue Verkleidung denn bekommen? Nö. Beziehungsweise Montur. Das sind ja nur die normalen Sandmontur. Ach so, stimmt. Die hatten wir noch neu bekommen. Montur der Verborgenen. Fokussegmente füllen sich um zusätzliche 5%, wenn du aus dem Hinterhalt tötest. Das ist auch gut, aber es wäre mir natürlich lieber, wenn die Sachen nicht, also wenn meine Attentate nicht entdeckt werden. Deswegen. Das nehmen wir uns erstmal hier. Ja, und dann schauen wir mal. Da sind Wachen dahinter. Die sind wohl ziemlich sauer gerade da unten. Das heißt, dass wir wahrscheinlich besser 17, 165. Ali scheint nun doch den Palast anzugreifen. Seine Aufständischen könnten die Wachen ablenken. Du, Verborgener, kannst du uns durch diese Tore helfen? Ja, wenn du mal mit mir reden willst. Ihr scheint mir kampfeslustig, Brüder. Ich werde mein Möglichstes tun. Öffne das Gartentor, um die Ausständigen, meine ich, freizulassen. Okay. Die nächste Sache wäre 147. Dann würde ich sagen, gehen wir hier rum. Das ist, glaube ich, beides relativ gleich entfernt. Nur, dass man hier theoretisch auch noch mal was einsammeln könnte. Aber das scheint irgendwie auf der anderen Seite zu sein oder so. Hm. Komisch, ich kann es jetzt hier nicht sehen. 117. Ja, da ist Sperrbezirk, ne? Aber ich sehe jetzt keine Wachen direkt dahinter.
Okay, gut. Also, ich sollte das Tor öffnen. Das kann ich aber eigentlich nur, wenn ich die Wachen da erledige. Unter mir ist eine Wache. Moment, da können wir mal eben ausprobieren. Ich habe doch wieder Messer bekommen, ne? Bin zu weit weg, oder? Kann das sein? Sieht mich hier jemand, wenn ich darüber gehe? Weil er zeigt das nicht rot an, oder ist das... Okay. Sehr schön. So, dann mal schauen, was wir hier noch machen können, beziehungsweise wen wir hier noch alles killen können. Da können wir schon mal runter. Hier oben ist noch was zu lesen. Ich nehme mal an, dass wir da nicht so einfach reinkommen. Oder vielleicht auch doch. Okay, schauen wir mal. So. Dann weiß ich auch immer noch nicht, was das eine Gedicht oder was das war damit zu tun hat. Ob das vielleicht irgendwie ein Code ist, weil das wurde jetzt schon zweimal wiederholt oder so, ne? Verzweifelte Maßnahmen. Es tut mir leid, dass ich dich in deinem Refugium stören muss. Auch ich sehne mich nach den Bergen der Heimat. Doch nur Narren fliehen, wenn sie keinen Ort haben, an dem sie sicher sind. Sollte diese Gefahr andauern, gibt es für uns beide keine Zuflucht. Ich habe Maßnahmen im Sinn. Ich bitte dich nur um dein Vertrauen, dass die Kosten dafür gut angelegt sind. Das kennen wir doch schon. Wieso kann man das hier nochmal lesen? Da kann ich rausspringen. Ist das sinnvoll, da rauszuspringen? Oder? Da ist ein Balkon. Ja, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung. Bin ich aber außerhalb vom Palast, oder? Das ist natürlich doof. Gehen wir mal lieber zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann da gleich wieder reinkomme, weil da überall diese Stacheldinger sind. Und denen traue ich nicht, ehrlich gesagt. So, Moment. Machen wir das denn hier am besten? Da kämen wir auch runter, aber dann kämen wir auch wieder auf die andere Seite der Stachel. Da läuft einer. Da kann ich aber runterspringen. Das ist schon mal gut. Ich kann auch nur zwei erledigen. Warte ich mal lieber, bis der Typ jetzt woanders hingegangen ist. Damit ich die mal eben so... Ich muss schnell und leise sein. Ja. Tabitha wird aufpassen. Alter, komm doch einfach nach hier oben. Ja, so ist brav. Komm. Komm. Komm nachschauen. Nicht? Ein Moment. Alter, ey, das ist doch nicht normal. Du drückst auf Eliminieren und das Erste, was der macht, ist erstmal angreifen. Es ist wirklich nicht normal. Ist da irgendwas? Wenn der erst jetzt wieder versaut, ne? Kein Grund. Nein, er hätte es jetzt wieder versaut. Ich glaube, mich tritt ein Pferd, ganz ehrlich. So, hier ist einer drin. Wo ist denn jetzt der andere? Ist das der Typ, der... Nee, das ist der da hinten, okay. Oh. Hallo? Wieso bleibst du nicht unten? Keine Zeit zu warten. Was ist mit den Typen? Der kommt natürlich nicht raus, ne? Okay, da hinten ist schon wieder einer. Oh.
Kannst du nicht mal deinen Standort mal kurz wechseln? Da ist schon wieder der Nächste da. So, schnell und leise, hat er gesagt. Wie in Teso. Den Teil dazwischen erspare ich euch mal, weil ich bin sinnlos genau in die falsche Richtung gelaufen. Ihr solltet euch, wenn ihr selber spielt, allerdings daran halten, dass ihr direkt auf den Palast zugeht. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wie ich das gemacht habe. Hat da jetzt einer gerade geschossen? So, Moment. Wie seitdem ich ihn jetzt gesehen hier? Der sieht und hört doch die ganze Zeit nichts. Komm, wir machen das jetzt ohne Aufständischen. Frage ist nur... Ja doch, da bin ich auch noch unsichtbar. Hat das jetzt alles nichts gebracht, dass ich die da vorne getötet habe? Super. Wirklich toll. Da könnte ich jetzt nur zwei töten. Und die sehen mich, wenn ich hier hochklettern, nehme ich mal an. Wobei ich nicht sicher bin, ob ich da überhaupt hochklettern kann. Ich versuche es mal von der anderen Seite. Da waren aber auch Wachen. Da sitzt noch einer. Hey, was ist da los? Ja, komm mal nachgucken. Ja, genau. Augenblick! Ich habe keinen Augenblick. Lalala, lalala, lalala. Genau, guck mal da hinten im Busch. Da ist bestimmt irgendwas. Wenn der eine jetzt ein bisschen näher kommen würde. Bluter! Ich bin kein Bluter, danke. Komm her. Dann beweg dich doch mal. Das wäre einfacher. Warte! Feigling. War wohl nichts hier mit dem zweiten. Oh, was war denn das für ein Satz, bitte? Alter! Hallo? Taub oder doof? Komm her. Aber ich finde dich. Ja, komm, komm. Oh, komm, ich nehme mal eben mit hier oben in den Busch rein. Leg den doch einfach mal ab, Junge. Komm, heute noch. So, wo ist denn der andere jetzt? Der ist wieder am Trainieren. Da noch ein anderer? Nee, ne? Augenblick! Das dauert nicht lang! Okay, können wir jetzt hier irgendwie durch eine Seitentür rein oder so vielleicht? Das wäre natürlich jetzt das Einfachste. Können wir natürlich nicht. Was auch sonst. Da kommen wir auch nicht rum. Kommen wir irgendwo hier hoch? Oder vielleicht da rein? Das ist auch nochmal eine Tür. Die ist auch bewacht im Endeffekt. Aber da kommen wir vermutlich auch wieder nicht rein, ne? Ja. Da ist eine verschlossene Tür, aber hier hat anscheinend keiner. Vor uns kann sich nichts verstecken. Keiner einen Schlüssel. Nein, ja, so viel von wegen, er ist verfügbar, ne?
Das ist ja richtig geil gemacht hier. Vielleicht war es nicht. Das war das. Vielleicht doch. Mit großen Säcken voller Gold. Was, ein Djinn mit großen Säcken voller Gold? Also sonst haben die keine Probleme. Ich gehe lieber zu. Was? Du kannst nicht mehr zurück. Ruhe. Was geht da vor? Nix. Guck aber trotzdem mal nach. Warte! Hier ist jemand! Waffen ja. Bereithalten! Komm her! Der Gestank muss sie vertrieben haben. Was? Der Gestank muss sie vertrieben haben? Bitte? Gut. Nein, komm her, komm her, komm her. Nicht wieder abhauen. Nicht zu sein ist nie verkehrt. Wenn es Ärger gibt, hey. Sind wir bereit. Ja. Alter, es sind einfach zu viele auf einmal hier. Ich kriege hier eine leichte Herzattacke. Wen könnte ich mir hier noch raussuchen? Komm her. Naja. Wir sind ja mega wachsam hier. Nichts, hey! Also nur mit den Kettenattentat, das klappt irgendwie nicht mehr so gut heute. Achtung! Jemand ist da, wo er nichts zu suchen hat! Hier ging ich uns auch aus dem Weg. Tja, war immerhin aufregend. War aufregend, über die Mauer zu springen, oder was? Vielleicht doch. Alter, komm her! F dich! Was war das denn bitte? Ich drück auf Eliminieren und der schlägt hinter dem her? Alter! Vielleicht bist du nicht so ein Schlaffi und haust. Kein Grund, sich aufzuregen. Moment! Stehen bleiben! Er ist so ein Schlaffi. Alter, ich glaub das nicht. Was? Ist ja nicht so, als wäre du. Brauchst du Männer? Ich bin noch nicht fertig. Was? Er angreifen. Na. Achtung! Jemand ist da, wo er nichts zu suchen hat. Mit großen Säcken voller Gold. Ja, wenn du nicht immer wieder direkt zurückspringen würdest, dann würdest du auch mal sehen können, wo. Jetzt nicht nachlässig werden. Was sind das für Feiglinge hier? Wie scheiße sind die programmiert, bitte? Kein Grund. Was? Hab ich jetzt zwei gekillt? Das war doch jetzt nur einer, oder? Was war denn das für eine komische Wiederholung gerade? Hey, was ist da los? Guck mal, hier hinten baumelt sogar noch was. Augenblick! Was? Alter, das ist echt nicht normal, was hier gerade abgeht. Wo ist denn der jetzt? Moment, der steht da unten. Der lässt sich nicht herauslocken. Oh, da oben ist aber einer. Komm her. Komm. Bisschen mehr nach hier. Hey. Ich häute dich, wenn ich dich finde. Wer sollte sich mit uns anlegen? Komm mal ein bisschen näher. Ja, los. Hey, was? Nix was. So. Ich würde jetzt gerne mal versuchen, da hochzugehen. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob der Typ mich da sieht. Scheint aber nicht. Okay. Sehr schön. Von denen hat keiner ein Messer, oder? Nicht Messer, ein Schlüssel. Oh.
Schätze mal, da irgendwie muss ich wohl auch reinkommen. So. Das Problem ist, oben stehen jetzt zwei Wachen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich hatte eigentlich nur gehofft, dass der Typ eventuell mal hier vorbeikommt und mal nachgucken kann. Weil die Wachen, die wandern, die sind natürlich immer so ein bisschen, hm? Der ist jetzt oben. Hey, was war das? Glücklich zu sein ist nie verkehrt. Waffen blank! Wir haben Gesellschaft! Hey, was? Ja, komm einfach, los! Du rennst nicht mehr weg, wenn ich mit dir fertig bin. Wir werden hier auf die Tür gehen. Ja, das klappt ja wieder alles super mit dem Kettenattentat. Oh, ey. Ich geh lieber zurück. Steht sogar eliminieren, ich drück drauf und es funktioniert wieder nicht. Ich krieg hier echt... So, der Typ geht nach links. Den weiß ich nicht, ob ich den jetzt so ausschalten könnte. Das Problem ist nur, hier ist nichts zum Verstecken, ne? Oh, bleib doch da drin, Alter. Ach, die Tür ist wieder abgeschlossen. Da muss ich wieder noch eins höher. Ach, ich wusste, das wird wieder lustig werden hier. Ja, komm. Komm gucken. Hey! Ja, komm. Wenn ich dich finde, blutest du. Was? Niemand wird sich mit uns anlegen. Oh. Okay. Die Truhe habe ich gar nicht gesehen. Ich stehe die ganze Zeit daneben, aber ich habe sie nicht gesehen. Ja, ist nicht schlecht. So, Moment. Soll ich die beiden erstmal hier wegballern? Das wäre vielleicht am besten. Ah, der andere ist zu weit hinten. Hm. Können es vielleicht auch anders machen. Na komm. Was geht da vor? Ja, guck mal nach, dann kannst du dir die Antwort selber aussuchen. Bereit. Der Feind wurde hier drinnen gesichtet. Ja. Ich wollte ihn nur gerade jetzt mal da töten, wo der andere mich nicht so sieht. So. Zack. Vielleicht kann ich mich ja doch... Ich hoffe, von oben ist jetzt keiner, der guckt. Vielleicht kann ich mich ja doch da entlang hangeln. Gerade so cool. Okay, gut. Also die Tür hier ist auf jeden Fall von außen beziehungsweise von innen verschlossen. Ne? Ja, Tür ist von innen verschlossen, genau. Dann schauen wir mal, wie wir da oben rumkommen. Da ist nochmal eine Kiste. Nehmen wir an, hier kommen wir nicht rein, nein.
So. Das nehmen wir auch mit. Beweg dich bloß keinen Millimeter. Oh, oh, Alter, beweg dich jetzt. Da hinten ist ein Eingang, aber oben ist noch der Typ, der meinen Adler hier einschränkt. Den würde ich ehrlich gesagt gerne mal als erstes hier weg haben. Och, geh doch einfach da hoch, komm. Komme ich denn da rein? Okay. Muss ich da reinspringen? Aber wie komme ich dann wieder raus? Kann ich dann auch springen? Ne, kann ich nicht reinspringen. Und weg mit dir. Sehr gut. Jetzt kann Enkidu problemlos kundschaften. Hoffentlich. Weise mir den Weg. Haben wir noch irgendwas, was du mir zeigen kannst? Eigentlich nicht mehr, ne? Ich habe ja sowieso... Achso, da oben ist nochmal ein Aussichtsding. Sehr cool. Da unten ist irgendwie ein goldenes Buch. Ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Und geheimer Eingang. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das mit dem Tor, ja, mein Gott, das lasse ich jetzt sein. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Moment, jetzt muss ich mal schauen. Es muss ja dann doch irgendwie einen Weg geben, hier hochzuklettern. Da war doch gerade was zum Festhalten links. Kletter doch da hoch, wo du dich festhalten kannst. Genau. Ist doch nicht so schwer. Oh, Alter. Ist das dein Ernst? Okay. Gut. Oh Mann. Okay, alles nur für eine Synchronisation. Ach. Aber sieht ja schon geil aus. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Die Frage ist jetzt, geheimer Eingang. Da müssen wir wahrscheinlich durch. Ne? In welche Richtung war das denn? Und die nächste Frage. Habe ich hier so einen Glaubenssprung? Habe ich nicht, so wie es aussieht. Moment, geheimer Eingang ist in der Richtung. Das heißt, wir lassen uns hier vorsichtig runter. Alter, nein. Nein. Da ist noch ein Glaubenssprung. Aber so geht's auch. So. Genau. Geh einfach nicht ins Heu rein, kein Thema. Lass dich einfach davon... Der ist aber unter mir, ne? Den könnte ich eliminieren. Das Problem ist dann nur... Gleich verstummst du. Genau, Mist. Gut. Alter. Ah, sehr schön. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Endlich. Jetzt finde ich Kabiha und rette Alamut. Ah, schön wär's, wenn ich jetzt noch irgendwie wüsste, wie ich hier die Gespräche belauschen kann, ohne gesehen zu werden. Ach nee, das... Doch, das sind doch Wachen da hinten. Nee, das sind keine Wachen, die sind orange. Ah, okay.
kann ich mich denn hinsetzen? Oh, es waren doch Wachen. Heftig. Bleib stehen. Ja, super geblockt, wie immer. Hauptsache, der Gegner kann blocken. Ja, das konnte ich nicht blocken, ich weiß. Das war jetzt die falsche Taste. La 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 la. Konnte ich schon wieder zwei Leute nicht belauschen. Juhu! Oh, da oben war so eine Trulla. Die hat mich wahrscheinlich gesehen. Da hinten ist noch eine Wache. Wie komme ich denn jetzt hier wieder höher? Boah, das ist so groß hier drin, ne? Ich denke auch mal, dass ich das wahrscheinlich irgendwie zusammenschneiden muss, weil das dann einfach zu lange ist. Okay, hier oben turnen wieder Wachen rum. Da sind zwei. Ja. Alles ist hier verriegelt. Ach, F dich einfach. Mann, das ist so nervig, ehrlich. Suche nach dem Versteck. Sag mir doch einfach, wo das Versteck ist. Rechts ist jemand, mit dem ich reden kann, so wie es aussieht. Lalalala. Sie, unsere Treffen müssen wirklich aufhören. Ach, sehe ich ganz genauso. Wo ist Kabiha? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Stell dich nicht dumm, Akira. Warum nicht? Hat mir letztes Mal gut gedient. Weißt du, was Kabiha ist? Was sie wirklich ist? Mehr als sonst jemand. Ich bin eher ihr Kind als ihr eigener Sohn. Dieser Narr, der seinen Vater vor seinen Augen sterben ließ. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Aber ich schon. Und ich rate dir, verlasse diesen Ort. Entferne dich vom Markier. Kennst du denn keine Scham? Wieso, weil ich euer Essen esse? Das ist ja der geheime Eingang, wo ich reingekommen bin. Markira wird ihre Herrin warnen. Mal sehen, wohin sie mich führt. Sie hat mich gesehen. Ich sollte etwas Abstand halten. Ja, natürlich hat sie dich gesehen. Du standst ja auch direkt vor ihr. Was soll der Quatsch? Aber gut zu wissen, dass wir ihr folgen müssen. Geht die jetzt nochmal? Alter, bewegt die sich jetzt nochmal, oder? Oh je, das könnte richtig hässlich werden. Ah, endlich. Vergesst mich einfach. Genau, vergesst mich einfach. Das Problem ist, ich kann die Wachen nicht vergessen, wo sie jetzt wahrscheinlich vorbeilaufen wird. Lass
Ja, natürlich. Ich hätte alle Wachen ausschalten sollen. Das Problem ist, wenn ich da jetzt hin teleportiere, dann ist die direkt wieder weg. Was macht die denn jetzt da? Mich kann sie auf jeden Fall nicht sehen von hier aus. Geh doch einfach mal weiter. Och, jetzt habe ich doch einen gefunden mit einem Schlüssel. Ja, super. Ah, Gott. Jetzt nur mal hingucken. Nee, aber anvisieren könnte ich sie auch nicht. Alter, bewegt die sich nochmal? Problem ist, die braucht halt immer so lange, bis sie weitergeht. Die Bibliothek. Kabiha muss dort sein. Dafür brauche ich jetzt einen Schlüssel. Wetten? Hundertprozentig. Oh nee. Verdamme dich. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Dich? Gerne. Deine Herrin allerdings. Was du auch tust, du wirst sie nicht finden. Ich habe dir nichts weiter zu sagen. Gewiss gibt es einen Raum hinter diesem. Aber wie komme ich hinein? Da ist ein Questzeichen. Wie ging noch das Gericht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube. Komm in viele Bände von Arim. Kabiha ist eine Bewunderin. Blaue, schwarze, weiße und gelbe Bücher. Also, oben ist die Kobra und danach die Taube. Das ist genauso, wie die das geschrieben haben. Das könnte die Wüste sein. Und das, ja, mit viel, viel Fantasie, das Meer. Da... Achso, das wiederholt sich. Ah, okay. Der große Gelehrte verwendete Bücher, um ihn zu seinen Geheimnissen zu leiten. Aber wo kriege ich die Bücher her? Die muss man offenbar hier drauflegen, ne? Ach, Buch ablegen? Moment. Wie war das jetzt nochmal? Meer, Wüste, Kobra, Taube. Mit welchem Buch würde Kabiha ihren Weg markieren? Sie hatte Aribs Buch in ihrem Gemach. Meer müsste dann ja blau sein. Ich würde ja mal interessieren, ob dann das Zeichen irgendwie am Leuchten ist oder so. Dann hatten wir die Wüste, ne? Das müsste dann ja gelb sein. Ich vermute da mal, die Kobra ist schwarz. Auch wenn ich nicht so genau weiß, Black Mamba wäre schwarz, aber... Weil ich sag mal, die Taube ist weiß, ne? Von wegen Friedenstaube, Hochzeitstaube und so ein Kram. Die ist immer weiß. Haben wir hier oben eigentlich irgendwas, was wir einsammeln können? Nee, das ist auf der anderen Seite, okay. Nee, dann haben wir hier nichts. Gut, dann wäre das letzte, wie gesagt, die Taube. Das müsste dann ja weiß sein. Jemand gab sich große Mühe, das zu verstecken. Nö. Okay. Verborgener. Lauf, Junge! Lauf!
Du musst sie töten. Ich hoffe, da sind jetzt keine... keine Wachen dazwischen. So viele Jahre der Suche. Uralte Schriften und Gräber durchkämmt. Vergessenen Geschichten nachgespürt. An Gerüchte und Mythen geklammert. Dabei hätte ich nur warten müssen. Darauf, dass du zu mir kommst. Der verlorene Sohn ist gekommen. Doch er weiß nicht, was er ist. Hast du dich nie über dein Wesen gewundert? Du, der du mehr siehst, mehr weißt. Selbst mein Sohn fragte, was du bist. Als er sah, wie deine Berührung das Geschenk der Ältesten erweckte. Was bin ich? Du bist mehr als ein Mensch. Genug der Rätsel. Sag es klar. Warum aussprechen, was man zeigen kann? Komm mit nach Alamut. Unter den Tempelmauern liegt alles Wissen, dessen Erbe du bist. Deine sogenannten Brüder würden eher sterben, als es dir zu überlassen. Aber hab Mut, Basim. Wir werden den Weg bereiten. Und dich befreien. Nein! Welches Gift hast du von ihren Lippen geleckt? Sie sagte, ich wäre mehr als ein Mensch. Was hat sie gemeint, Roshan? Was liegt unter dem Tempel? Das ist verbotenes Gebiet. Dort gibt es nichts für dich. Ich erzählte dir von den Albträumen. Dem Djinn. Du nanntest es eine Schwäche, die ich richten müsse. Ich versuchte es, aber du hast mir den Weg verschleiert. Du ließt mich damit allein. Nicht allein. Du bist nicht der Erste, der gequält im Dunkel wandelt, Basim. Flicke deine Scherben zu einem Ganzen zusammen. Gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft. Befreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause. Nicht mehr als ein Mensch, aber nicht weniger als unser Bruder. Oder würde dir das nicht reichen? Und wenn es so wäre? Folge dem Pfad, den sie dir bereitet hat. Und ich töte dich eigenhändig. Und Nihal erzählen, was ich erfahren habe. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch gerade noch so ein bisschen geschockt und weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich bin, was ich gerade mache und überhaupt. Aber nochmal eine geile Situation gerade. Wie bin ich denn jetzt? Achso, ich bin ihr gefolgt, genau. Ich würde sagen, ich guck mal, dass ich jetzt hier rauskomme. Da gab es ja auch noch... Wachen! Wachen! An zwei andere Türen. Da oben geht's raus. Alter, ist das dein Ernst? Was noch so alles nach meiner Flucht aus dem Palast passiert ist, das werden wir dann allerdings im nächsten Video sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.